Ich heiße Heidrun Kohlgraf und habe seit 2 Jahren hier das Atelier in der Kreuzeskirchstraße 25. Ich habe vor 2 Jahren meinen Abschluss gemacht an der FADBK in Kupferdreh. Das ist die Freie Akademie der Bildenden Künste hier in Essen. Und habe mir nach dem Abschluss überlegt, wie kann es weitergehen, und wollte einfach nicht zu Hause in meinem Atelier vor mich hinmalen, sondern suchte ein bisschen Öffentlichkeit. Ich wollte eigentlich gerne, dass man sieht, wie ich arbeite, dass man mich auch ansprechen kann und ein bisschen Kontakt zur Öffentlichkeit. Irgendwann habe ich mich dann auf Landschaften konzentriert. Das hat aber nicht lange gedauert und aus den Landschaften wurden dann Bäume. Dann habe ich mich immer weiterentwickelt und fand das ganz spannend, aus Bäumen einzelne Details herauszunehmen und die für mich auf der Leinwand umzusetzen. Mir kommt es bei den Farben darauf an, dass das möglichst reizvoll zusammenwirkt. Also man sieht, dass die Leinwände immer in Weiß gehalten sind und darauf die Farbe kommt. Das verstärkt einfach nochmal die Farbwirkung. Und es ist wirklich nur eins im Vordergrund, nämlich dieses Baumdetail, Astdetail, das Netzwerk. Und alles andere ist unwichtig. Insofern ist der Baum oder das Geäst eine ideale Quelle für meine Malerei, weil es ist ja so ideenreich, so formreich, so motivreich, das ist einzigartig. Und das kann man auch nicht selber erfinden. Also ich habe schon versucht, Strukturen selber zu erfinden, aber das ist nicht das Ergebnis, was uns die Natur bietet. Das hat längst nicht diese Ausstrahlung. Es kommt darauf an, wie sieht es aus zwischen den Gefügen? Hier geht es um Annäherung oder Berührung und Verbindung. Und wenn das passt, das ist manchmal nur ein ganz kleines Detail, was fasziniert, dann kann ich das umsetzen.